Hallo Bulli-Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es bei uns um Belüftung im Campingvan. Vor allem, wenn man den T5 zum Campervan ausgebaut hat, ist es extrem gut, dass man sich vorher überlegt hat, wie man das Ganze dann auch belüftet, um in warmen Sommernächten, wenn man unterwegs ist, auch genügend Schlaf bekommt. Wir machen das wie folgt. Zum einen hatten wir immer schon im T5 diese Lüftungsgitter, die man in die Fahrerkabine oder ins Fenster der Fahrerkabine einklemmt, damit jederzeit Luft reinkommt. Perfekterweise sind die von innen mit einem Gitter versehen, sodass keine Insekten rein können. Und auch hier haben die den Schlitz, wo die Scheibe quasi eingeklemmt wird und nach oben hin wird das im Türrahmen abgeschlossen, sodass auch niemand unbefugter da reinkommt. Das nutzen wir schon seit Jahren und hat immer einfach einen guten Erfolg gebracht, aber eine Lüftungsquelle alleine ist natürlich zu wenig. Wir haben ja in die Flügeltüren Seitz S4 Fenster eingebaut und der große Vorteil von diesen S4 Campingfenster ist einfach, sie sind nach außen hin zu öffnen. Das heißt einfach, man kann sie auch bei Regen öffnen, ohne dass es drinnen nass wird, ohne dass es reintropft. Zusätzlich haben diese Campingfenster auch noch diesen integrierten Sichtschutz und auch bei offenem Fenster ein Fliegengitter integriert. Das heißt einfach, man kann komplett offen lassen und ist immer geschützt, sodass man keine unnötigen und lästigen Insekten hat. Darüber hinaus hat man auch hier noch die Möglichkeit, mit diesem Bügel das Fenster zu arretieren und dennoch leicht geöffnet zu lassen. Somit, das rastet innen ein und man kann es einfach nicht mehr aufmachen. Das heißt, auch wenn man nicht am Bus ist, kann man die immer ganz leicht geöffnet lassen und es kommt dennoch Luft rein. Also das ist der große Vorteil. Ich weiß natürlich, dass sie optisch nicht jedermanns Sache sind. Auch ich hadere immer ein bisschen mit meinem Schicksal, aber dennoch, sie sind äußerst praktisch und ich würde sie auch nicht mehr hergeben. Wir haben auch schon, oder ich habe mit Freunden, Bekannten schon oft überlegt, ob Ähnliches auch möglich ist, wenn man eine Heckklappe hat. Da ist ja immer die Diskussion, T5 mit Flügeltürer oder mit Heckklappe. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine durchgehende Fläche, so wie es bei der Heckklappe ist, und würde ein großes Fenster einbauen, ehrlich gesagt, ich glaube, das will niemand. Ich glaube, das schaut einfach nicht toll aus. Ich bin aber mal gespannt, ob ich das jemals irgendwo sehe. Eine weitere Besonderheit von unserem Bus ist ja auch das Fenster in der Schiebetür. Hier gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Hier kann man das Originalfenster nachbauen, was mir ehrlich gesagt damals, wo ich es integriert habe, einfach zu teuer war. Ich glaube, der Originalpreis liegt ungefähr bei 800 Euro. Das war einfach nicht in unserem Budget vorgesehen. Aus dem Grund haben wir uns für das Zubehörfenster von Kira Vans entschieden. Und wir bereuen das auch bis heute nicht. Die Passform ist ideal. Das Ganze ist genauso einfach wie das Originalfenster zu integrieren. Es ist sicher, es ist vor allem auch dicht. Da ist es ja immer so diese Frage mit dem Original-VW-Fenster. Oftmals hört man einfach, dass die Schiebefunktion zwar funktioniert, aber nicht dicht ist. Das geht oft etwas schwerer, aber es ist noch nie ein Tropfen Wasser reingekommen. Das ist einfach ideal. Das Einzige, was mich einfach immer daran gestört hat, ist, es hat diesen Fliegengitter-Einsatz noch nicht gegeben. Das hat sich jetzt aber geändert. Und zwar hat uns der Frank von busforfun.de letzte Woche dieses Fliegengitter zugesendet. Das wird exklusiv in Deutschland gefertigt und passt perfekt für das Kiravans Zubehörfenster. Und wir schauen uns jetzt an, wie man das Ganze integriert.
Es sind hier auf der Rückseite, wie man sieht, eben 1, 2, 3 Schienen, wobei zwei davon fix montiert sind und die dritte mit diesen Schrauben zu lockern sind, beziehungsweise von der Innenseite dann festzustellen sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie einfach das, dieser Einschub dann auch zu montieren ist. Machen wir da mal ein wenig auf. Das heißt, wir fangen an der Unterseite an und hängen das ein und drücken seitlich. Okay. So, jetzt muss ich innen ran. Ja, das passt perfekt. Kommt's mit rein. Man sieht, die Schienen sind unten und seitlich eingerastet. Jetzt ist es einfach daran, dass man oben diese Schiene dann noch einrasten lässt und die Schrauben anzieht. Somit ist es nicht mehr möglich, von außen das Fenster oder diesen Einschub rauszunehmen, und es ist fix fertig. Es wird natürlich keinen professionellen Einbruchsversuch standhalten. Allerdings kann man es nächtens locker drinnen lassen. Es wird sogar, es dichtet jetzt nicht hundertprozentig ab. Es wird sicher keinem Starkregen standhalten, aber beim leichten Nieselregen wird es kein Problem sein, wenn man das drinnen lässt, ohne das Fenster zu verschließen. Ich finde auch rein optisch gesehen, schaut das sauber aus. Es schaut fast aus wie das Originalfenster oder der Originaleinschub für das Fenster. Es ist auf jeden Fall soweit sicher. Ich kann es jetzt nicht rausnehmen, außer mit Gewalt natürlich. Im Grunde haben wir seit langer Zeit auf das gewartet und ich bin jetzt richtig happy, dass wir das haben, und muss nochmal den Dank aussprechen an den Frank von busforfun.de. Das ist echt toll, das ist super, ihr habt das ideal gelöst und wir werden das mit viel Freude weiterhin nutzen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, und wenn ihr Interesse habt am Busausbau, vergesst auch nicht, wir haben ein E-Book geschrieben mit 247 Seiten. Da ist alles drinnen, was du über VW-Busausbau, im speziellen T5-Ausbau wissen musst. Und kannst jederzeit alles nachlesen. Also, du findest es auf lifetravelers.com. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.